herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist jetzt genau 10 Jahre her, dass es die BMC Team Machine gibt. Genau vor 10 Jahren, 2011, hat der Cadel Evans die Tour de France auch damit gewonnen. Beziehungsweise damals war es das Impec, das Topmodell von BMC. Und weil es mich interessiert und ich wissen wollte, wie das damals so zugegangen ist, habe ich versucht, Kataloge von damals aufzutreiben. Und bin tatsächlich fündig geworden, zum Beispiel bei BMC eben und auch bei Specialized. Ich wollte einfach wissen, wie Räder damals ausgestattet waren, welche Komponenten da drauf waren und natürlich auch, wie viel die damals gekostet haben. Ich weiß schon, wirtschaftlich gesehen kann man das natürlich nicht vergleichen. Es gibt Bargeldmengen damals und Bargeldmengen heute, die im Umlauf sind. Inflation und was auch immer alles dazu kommt und was man da einrechnen muss. Ich habe es trotzdem faszinierend gefunden. Und ich kenne das auch aus meiner Jugend, als ich noch mit Radkatalogen da gesessen bin und mir Traumräder zusammengestellt habe und auch geschaut habe, wie viel das alles kostet. Es ist einfach so, 2010, 2011, die Topmodelle von Specialized haben damals 6.000 oder 7.000 Euro gekostet. Bei BMC waren es ähnliche Preiskategorien. Die Team Machine 01 hat im Jahr 2011 ca. 6.000 oder 7.000 Euro gekostet. Wie gesagt, kein Vergleich zu heute und in den letzten 1,5 Jahren mit Corona hat sich das natürlich noch einmal massiv geändert und ist noch einmal schlimmer geworden. Tatsache ist, dass wenn man heute von einer größeren Marke das Topmodell sich leisten will, dann kann man sich da auch schon ein Auto drum kaufen. Also 10.000 Euro ist da keine Seltenheit mehr, sondern da geht es schon eher um 11.000 oder um 12.000 Euro. Während man bei den Top-Top-Modellen natürlich die erlesensten Komponenten kriegt, die feinsten Rahmenqualitäten und das niedrigste Gewicht, ist es so, dass es bei allen Herstellern eigentlich eine Serie darunter gibt, wobei darunter jetzt nicht unbedingt heißt, dass die Räder viel schlechter sind. Und das war auch einer der Gedanken, als ich letztes Jahr mir die Team Machine geholt habe. Und zwar eben nicht in der Top-Ausstattung, sondern das SLR01-Modell. Quasi das Topmodell der zweiten Qualität, wenn man so will. Unterscheidet sich in erster Linie dadurch, dass eben die Züge vorne nicht komplett integriert sind, sondern außen verlaufen, beziehungsweise der Rahmen geringfügig schwerer ist. Ansonsten unterscheidet sich das Ganze nicht. Darunter gibt es noch ein Alu-Modell, dann hat man schon das Line-Up der BMC Team Machines beisammen. Was sieht man auf den ersten Blick? Sind massive Rohre. Ein Video oder ein Foto kann das nie so darstellen, wie es tatsächlich ist. Das muss man in Wirklichkeit sehen. Also ich habe große Hände und kann das Unterrohr da quasi nicht umfassen. Was hat man von diesen dicken Rohren und Rohrformen? Natürlich massive Steifigkeit. Gerade da unten im Tretlager ist so viel Material zusammengekommen, dass da einfach bei jedem Antritt und bei jeder Kurbeldrehung das quasi direkt umgewandelt wird in Vortrieb. Da bewegt sich nichts, da klappert nichts, da verwindet sich natürlich überhaupt nichts. Natürlich, so wie bei allen Rädern heutzutage, ist irgendwie Integration ein Thema, wobei Integration oft nur gleichgesetzt wird mit dem, was am Lenker passiert, sprich, die meisten denken, Integration ist damit erledigt, dass man alle Kabeln versteckt. Aber die Integration hört eben nicht beim Cockpit auf. Auch die Flaschenhalter sind integriert ins Unterrohr bzw. in den Rahmen. Die kommen auch so mit dem Rad schon dazu, muss man sich keine mehr dazu kaufen. Aber auch die Sattelstütze ist quasi integriert, die ist T-förmig anstelle von rund und hat einen sehr guten Flex und dämpft damit. Was insofern praktisch ist, weil der Rahmen an sich schon so steif ist, dass da Stöße jetzt im Rahmen selbst nicht unbedingt großartig abgefedert werden. Integration heißt aber auch zum Beispiel an den Dropouts, das ist verdeckt, nennt sich bei BMC Stealth Dropouts, also da sind keine Löcher mehr zu sehen. Und die Steckachse verschwindet quasi in der Gabel oder im Rahmen hinten. Ob das jetzt die Riesenvorteile bringt, weiß ich nicht. In der Praxis ist das für mich zum Beispiel eher ein Nachteil, weil wenn es jetzt zum Beispiel Nachrüstkits gibt für Gepäcksträger zum Beispiel, so wie von Tailfin, dann kann ich die hinten nicht montieren. Oder ich habe zum Beispiel Probleme, das ganze Rad in einen Trainer einzuspannen. Muss man sich im Detail anschauen, ob man da irgendwie Use Cases hat oder Anwendungen, wo das ein Problem darstellen kann. Das sollte man sich im Vorfeld anschauen. Zum 10-jährigen Jubiläum hat BMC die Team Machine quasi neu entwickelt. Und sie sagen selber, x-tausend oder x-Millionen Rechenvorgänge gestartet, um die optimale Rahmenform zu finden und das optimale Layout. Learn, goddammit.
Viel von dem, was man da so liest oder hört, ist natürlich theoretisch oder zumindest in der Praxis für mich oder wahrscheinlich auch für die meisten von uns nicht spürbar oder nicht nachvollziehbar. Was gibt es aus der Praxis zu sagen? Was ich sagen kann, das Ganze ist sehr steif. Also Vortrieb ist gleich Vortrieb, es geht nichts verloren, es wackelt nichts und es verwindet sich nichts. Das ist für mich zum Beispiel so mal sehr wichtig. Und auch als großer und schwerer Fahrer habe ich es gern, wenn ein Rahmen mir auch diese Sicherheit vermittelt. Zum anderen, das Rad ist recht steif, soll nicht heißen, dass es gleichzeitig sehr unkomfortabel ist, aber man muss natürlich, wenn man sich ein Rennrad kauft und die Team Machine ist quasi das Rennrad und nicht der Marathon- oder das Touringrad, das wäre dann die Road Machine, dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass das ein bisschen ungefilterter und direkter vonstatten geht alles. Ein bisschen ein höheres Maß an Komfort gibt es aber natürlich trotzdem. Das Oberrohr fällt etwas steiler ab nach hinten, dadurch ist mehr Sattelstütze außerhalb des Rahmens und dadurch kann auch ein größerer Teil, das heißt Sattelstütze, flexen und entsprechenden Komfort bieten. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Auf der Team Machine SLR01 ist die SRAM Force verbaut. Das ist quasi das Pendant zur Ultegra von Shimano. Das Ganze als Access-Version natürlich mit elektronischer Schaltung, keine Kabel, sehr angenehm. SRAM ist den Weg gegangen, kleinere Kettenblätter und kleinere Ritzel zu wählen. Hinten das kleinste Ritzel ist ein 10er, vorne das Kettenblatt ist nur noch ein 48-35. Schaut ein bisschen kleiner aus. Manche stoßen sich vielleicht daran, weil es nicht mehr Pro ausschaut oder nicht mehr schnell oder wie auch immer man das nennen mag. Tatsächliche Kritik gibt es an dem Umstand, dass kleinere Ritzel und kleine Kettenblätter sich quasi schlechter drehen, beziehungsweise die Kette einer größeren Reibung ausgesetzt ist, wenn sie um kleinere Rundungen läuft. Spürt man jetzt in dem Sinn auch nicht. Wissenschaftlich oder technisch gesehen wäre es wohl nachweisbar, dass da gewisse Einbußen da sind. Ob das jetzt 0,5 Watt sind, die man definitiv nicht spürt, oder ob das 5 Watt sind, die ich wahrscheinlich nach wie vor auch nicht spüren werde, das kann ich nicht sagen. In der Praxis merkt man da keinen Unterschied. Die Übersetzungsbandbreite ist die gleiche wie bei allen anderen Rennradgruppen im Wesentlichen. Natürlich immer mit der Option, hinten nochmal ein größeres Ritzelpaket drauf zu tun, um die Berggänge zu haben. Schätze ich persönlich sehr. Aber im Endeffekt hängt es davon ab, welchen Einsatzzweck man hat. Und man kann eigentlich alles so konfigurieren, wie man es gerne haben möchte. Ein Problem, das bei der SRAM, vor allem bei der Force, auftritt, ist, dass solange alles gut eingestellt ist, und mit gut eingestellt bei 12-fach ist gemeint, dass sich das in unter Millimeter-Toleranzen abspielt, solange alles eingestellt ist, funktioniert alles hervorragend. Wenn man mal einzelne Teile tauscht oder ein bisschen was umstellt, dann muss man tatsächlich sehr, sehr, sehr vorsichtig und sehr genau sein. Ein sehr bekanntes und ärgerliches Problem ist, dass beim Runterschalten aufs kleinere Kettenblatt die Kette nach innen runterfliegt, zum Rahmen leider, und sich dort einfach verkeilt. Ich nehme mal an, dass das mit dem Design der Kettenblätter innen zu tun hat, quasi diese Steighilfen, die Kette eigentlich hat, um aufs große Kettenblatt zu wandern, dass die dann beim Runterschalten eigentlich genau das Gegenteil bewirken und die Kette quasi runterwerfen. Das ist auf jeden Fall nicht optimal. Für meinen Teil, bei mir ist das jetzt nicht sehr oft vorgekommen, aber die 3-4 Mal, wo es vorgekommen ist, war es für mich einfach so ärgerlich und ich wollte mir auch den Rahmen quasi dann nicht beschädigen, dass ich im Endeffekt dann gesagt habe, ich mache mir einen Chain Catcher drauf. Ansonsten ist für die Team Machine anzumerken, dass es sie nur noch mit Scheibenbremsen gibt. Ich möchte gar keine Diskussion anfangen, was jetzt besser ist und was schöner ist und was leichter ist und was einfacher in der Handhabung ist oder im Service. Ich habe tatsächlich mittlerweile auf allen meinen Rädern Scheibenbremsen. Was für mich den Ausschlag gibt, ist, ich als schwerer Fahrer und großer Fahrer bin zwar jetzt aufgrund meiner Konstitution nicht in den Bergen zu Hause und dort auch nicht gut unterwegs, bin aber dann trotzdem oft in den Bergen und dort möchte ich einfach diese Bremskraft haben, die ich brauche, wenn ich irgendwo runterfahre, und da fühle ich mich mit Scheibenbremsen einfach wohler. Das ist eine persönliche Entscheidung für mich und ich handhabe das seit Jahren jetzt so und bin da sehr zufrieden damit eigentlich. An dem Rad, so wie es jetzt dasteht, sind einige Dinge verändert. Serienmäßig kommt das Rad mit CRD-Laufrädern, Carbon-Laufrädern. CRD ist eine quasi Eigenmarke von BMC, sind aber im Endeffekt angelabelte DT-Swiss-Laufräder. Funktionieren gut und sind auch gut. Nur mir persönlich, auch für mein Gewicht und meine Art zu fahren, waren mir die irgendwie ein bisschen zu weich.
Und nachdem ich sowieso schon lange mit einem neuen Laufradsatz geliebäugelt habe, habe ich mir da die ZIP 303 drauf getan. Und wenn wir schon beim Laufrad sind, auch geändert. Die Vittorias, die drauf waren, habe ich geändert auf die Pirellis. Nicht zuletzt auch, weil die Felge etwas speziellere Anforderungen an Reifen hat. Aber auch mit den Pirelli-Reifen bin ich sehr zufrieden. Außerdem natürlich immer eine individuelle Geschichte ist der Sattel. Da muss aber sowieso jeder im Endeffekt das drauf tun, was einem passt. Es gibt die wenigsten Hintern, die tatsächlich so tolerant sind, dass sie mit jedem Sattel zurechtkommen. Und bei der SRAM-Gruppe bietet sich natürlich an, einen Quark-Powermeter noch drauf zu tun. Der ist wunderschön integriert in die Kurbel und mit 500 Euro, glaube ich, rund auch verhältnismäßig preiswert und sehr präzise. Eine der wesentlichen Fragen für mich, und da wird es ein bisschen philosophisch, ist, mit den ganzen Entwicklungen, die die Radbranche in den letzten Jahren einfach durchlaufen hat, ist, welchen Stellenwert eigentlich das klassische Rennrad im Sinn von Rennen noch hat. Es gibt mittlerweile so viele Radkategorien, dass das teilweise auch ein bisschen verwaschen wird, welches Rad jetzt welche Fähigkeiten hat, welche Geometrien. Gerade bei den Geometrien ist es irgendwie teilweise schon schwer auseinanderzuhalten, welches Rad sich jetzt wie verhalten wird, beziehungsweise auch die Geometrien entsprechend lesen zu können, um zu wissen, was man bekommt, wenn man sich dieses oder jenes Rad kauft. Also Probefahren ist da sowieso immer Pflicht. Ich sehe unterschiedliche Herangehensweisen daran, den Radtyp auszuwählen. Wenn man jetzt so wie ich ein Gravelbike hat, mit dem man eigentlich von Gravel bis hin zu sehr komfortablen Straßenrunden alles abdecken kann, dann ist vielleicht am anderen Ende noch Platz für ein klassisches Rennrad. Oder man geht über die Gewichtsschiene an die ganze Sache heran und sagt, ich möchte ein leichtes Rad haben, mit dem ich auch auf den Berg rauffahren kann. Da sind die Touren- oder Marathonrenner oft ein bisschen im Nachteil, weil einfach schwerer. Auf der anderen Seite bin ich mit dem Rad auch schon den einen oder anderen Gravel-Abschnitt gefahren und das Material macht sowieso quasi alles mit oder macht auch viel mehr mit, als man ihm zutrauen möchte oder würde. Im Endeffekt hängt es also tatsächlich in erster Linie davon ab, und darum geht es auch, wenn es um die Anschaffung eines Rads geht, sich vorab quasi genau zu überlegen, was hat man, was möchte man und was will man damit alles erledigen können. Und daraus lässt sich dann ableiten, welche Rahmengeometrie am besten passt, welche Ausstattung am besten zu einem passt und natürlich auch in welchem Budget man sich bewegen möchte. Ich persönlich sehe das klassische Rennrad mit Betonung auf Rennen mittlerweile tatsächlich eher als Nischenprodukt. Dazu ist einfach in den letzten Jahren diese ganze Gravel-Ecke und die Marathon-Touring- und Bikepacking-Ecke so groß geworden, dass es mittlerweile auch Auswirkungen hat auf die Veranstaltungen, die wir jedes Jahr sehen und dort auch einen wachsenden Anteil an Alternativen sehen zum klassischen Radmarathon. Der wird sicher nicht aussterben. Die Frage ist nur, ob man quasi dafür noch ein eigenes Rennrad braucht. Aber ich glaube, da kann man stundenlang drüber philosophieren. Am besten macht man das am Rad, glaube ich. Ich gehe mal Radfahren. Bis zum nächsten Mal. Das Rad nehme ich mit.